Hallo und willkommen zu einem neuen Guide zu Stable Diffusion und Automatic 11. Ja, im letzten Video oder besser gesagt in beiden letzten Videos haben wir uns ja schon mit Stable Diffusion XL beschäftigt. Ich habe euch in einem Video, was jetzt eigentlich zeitgleich mit denen rausgekommen ist, schon gezeigt, wie ihr Stable Diffusion XL ein bisschen schneller machen könnt, wie ihr mit Automatic 11 schneller generieren könnt. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr halt nicht immer zu Image müsst. Ne? Wir müssen ja bisher immer einmal mal ein Bild generieren mit einem Base-Modell, dann ja, auf Image-to-Image gehen, mit einem Refiner veredeln, eventuell noch ein paar Werte einstellen. Und das Ganze geht mit einer kleineren Erweiterung viel einfacher. Eine kleine Sache noch vorweg, ich habe es letztens im Video schon mal hinten dran gehangen. Wenn ihr eine Nvidia-Karte habt und Nvidia-Treiber nutzt und Probleme habt mit der Generierung, dass es irgendwie langsamer dauert, es gibt seit einer Version im Mai, glaube ich, von den Nvidia-Treibern, und zwar der Version 5.3.2, soweit ich weiß, hat es da angefangen. Da gibt es in den Treibern eine kleine Speicheroptimierung, die negativ sich auf die KI, ja, Bildergenerierung sozusagen auswirkt. Und man sieht das, also ich habe es nämlich festgestellt, bei mir bei ControlNet war das mal so, dass ControlNet teilweise mehrere Minuten gebraucht hat, um ein Bild fertigzustellen, was eigentlich relativ einfach war. Und hier, ich habe nämlich heute mal versucht, neue Treiber wieder zu installieren, also die neueste Version von Nvidia. Und auch da war dann immer wieder so bei 90% so ein kurzes Stocken. Ne? Für 10 Sekunden ging es nicht weiter. Und wenn man vor allem sehr viele Bilder macht, ne, zum Beispiel auch mit dem Upscaler, was ich letztes im Video gezeigt habe, dann gibt es immer so sehr lange Aussetzer und das, ja, addiert sich hinterher. Und was habe ich gemacht? Ich habe halt wieder die alten Treiber draufgeschmissen. Kriegt man auch einfach auf der Nvidia Homepage unter Downloads. Da kann man sich die runterladen und da sollte in der Version unter der 532 sein. Also die 531 Punkt noch was. Ich habe den Game Ready Treiber, nicht den Studio Treiber mehr, weil der war noch älter. So kann ich zumindest wie noch Diablo spielen mit dem. Ja, und seitdem geht es auch wieder wunderbar. Nur mal vorweg, weil ich vergesse es immer wieder mal zu erwähnen und viele wissen es einfach nicht und die denken, hey, es liegt irgendwie an, ja, Stable Diffusion, das ist aber nicht der Fall. Fangen wir aber an mit der Erweiterung. Die ganze Erweiterung heißt einfach, ja, Refiner Web UI Extension. Ich zeige euch gleich auch, wie wir die installieren. Ich wollte nur einmal hier zeigen, wo man es auch nachlesen kann, ob da noch irgendwelche Updates sind. Ne? Ist jetzt 3 oder 5 Tage alt. Also es kam eigentlich zeitgleich mit meinem Video sozusagen raus. Ist, glaube ich, von WC.de. Der hat es, glaube ich, entworfen, das ganze Ding. Und mal gucken, ob wir es halt immer brauchen, weil vielleicht wird es ja auch irgendwann integriert ins Automatic 11 Web UI. Dann wird das vielleicht wieder wegfallen und leider in Vergessenheit geraten. Aber jetzt ist ein kleiner Geheimtipp, um halt es zumindest mal zu testen. Denn es funktioniert auch ein bisschen anders als die Bearbeitung über Image-to-Image. Und wie installieren wir das Ganze? Wir gehen hier auf Erweiterungen, gehen auf Verfügbar, hier Laden von der URL. Ich muss einmal das hier rausmachen, weil ich habe es ja schon. Wir geben einfach mal Refiner ein und da ist er auch schon ganz oben. Wir haben noch ein paar andere Sachen, aber hier, den brauchen wir. Den müssen wir einmal installieren und dann einmal auf, ja, am besten nach Update suchen nochmal draufklicken. Sollte man eh immer wieder mal machen, vor allem in der jetzigen Zeit, wo immer neue Sachen eventuell rauskommen. Und dann auf Anwenden und UI neu starten klicken. Am besten auch nochmal hier das Ganze schließen sozusagen und dann neu aufmachen. Wir denken aber übrigens, wenn ihr zum Beispiel vorher eventuell kein Met-VRAM brauchtet, also nicht den, ne, diese Speicher reduzieren, weil ihr genug VRAM habt sozusagen, dann müsst ihr es eventuell jetzt anmachen, weil das Ganze frisst ein bisschen mehr, ja, ich sag mal so Speicher und auch Performance. Sonst kriegt ihr mal einen Out-of-Memory-Error. Ne? Sobald der Out-of-Memory-Error kommt, dann solltet ihr halt Met-VRAM einstellen bei euren Arguments. So, und wie nutzen wir das Ganze? Wir geben wir natürlich unseren Prompt ein, den wir haben wollen. Moment, hier muss ich noch ein paar Sachen verstellen. Ne? Ich habe einfach mal so einen Testprompt genommen. Ich teste viele Sachen gerade durch. Hier soll es ein chinesischer Drache werden, der durch so einen Fantasy-Wald fliegt oder geht. Auflösung habe ich 1360 zu 1024 genommen, also 4.3 Format. Ich will wieder mit DPM plus 2M Karas das Ganze sozusagen rendern, weil ich halt es relativ realistisch haben möchte. So, und nachdem wir natürlich auch oben in der Checkpoint die Base drin haben. Wir können unsere VRE auf Automatik lassen, wenn ihr wollt. Wir können aber auch das, was ich im letzten Video mal gezeigt habe, nutzen. Das sollte eigentlich auch funktionieren, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass der auch angewandt wird auf den Refiner gleich. Und zu denen kommen wir. Wir müssen dafür hier runterscrollen, da wo ihr normalerweise auch das ControlNet habt. Oder ich habe es sogar noch hier drin. Da haben wir nämlich jetzt unter Einstellung hier den Refiner. Den können wir einmal aufklappen
Und die Einstellungen sind minimalistisch, sag ich mal so, aber sehr effektiv. Und zwar müssen wir erstmal das Modell aussuchen. Und da stellen wir natürlich unseren Refiner ein. Den muss man ein bisschen suchen, weil der rutscht manchmal gerne nach oben und nach unten. Manchmal ist der ganz unten, manchmal ist der auch, wo der eigentlich sein sollte. Und dann schalten wir natürlich auch den Refiner hier einmal an. Da nochmal drauf achten, dass wenn wir hier Enable klicken, dass der nicht rausfliegt, ist mir auch schon mal passiert. So, und jetzt haben wir aber die große andere Sache, denn wir sehen ja gar keine Denoising-Stärken, ne? Weil, nun, das hatten wir letztes Mal, haben wir es ja darüber gemacht bisher immer, denn hier machen wir es in Schritten. Ne? Und zwar sind das unsere Sampling-Steps sozusagen, und man sagt so, man soll so die Hälfte oder so einstellen oder unter die Hälfte mindestens, um halt gute Sachen zu bekommen. Hier kann man dann wieder probieren, bei 30 Steps hier oben würde ich sagen, hier unten möchte ich dann vielleicht 15 nutzen. Ja, wir können jetzt einfach mal generieren und gucken, was rauskommt. Und ich hoffe, mein Stream oder meine Aufnahme bricht dafür nicht ab. Ich klicke mal drauf. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, das Erste, was er macht, das dauert beim ersten Mal ein bisschen länger, weil da musst du erst den Refiner reinladen, also die Checkpoint. Ja, die geht jetzt rein. Ich glaube, die geht halt nicht in den Videospeicher, sondern halt in den Arbeitsspeicher. Wäre sonst ein bisschen groß, weil zusammen wiegen die jetzt, glaube ich, 13, 14 Gigabyte. Also, ich hoffe, ihr habt genug Arbeitsspeicher dafür. Ich habe 64 GB, also bei mir ist das kein großes Problem. Ja, und jetzt hier bearbeitet ihr das. Wie ihr seht, geht das relativ schnell. Ich habe natürlich noch Mate VRAM drin auf jeden Fall, weil auch ohne kriege ich eventuell am Ende einen Memory Error oder Out of Memory Error besser gesagt. Ich lasse jetzt einfach mal laufen, wenn ich quatsche. Ich hoffe, das reißt in der Aufnahme auch nicht ab. So, und da sind wir durch und ihr seht schon, das hat so 25 Sekunden gedauert und der hat den Refiner direkt mit drauf angewandt. Nur das ist jetzt dabei rausgekommen. Ja, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus für einen chinesischen Drachen. Hat ein bisschen viele Beine, aber das kann man halt noch ein bisschen verstellen, indem man halt hier unten den Refiner runterstellt. Ne? Ich finde 15 ist ein bisschen immer zu hoch. Ich fand so 12 oder 13 fand ich gut, aber ist auch bei jedem Bild anders. Ich generiere nochmal. Und jetzt habe ich natürlich einen kleinen Fehler gemacht. Ne? Wir sind nicht mal bei Image to Image. Ich habe zu lange damit gearbeitet, glaube ich. Das heißt, hier müssen wir natürlich die Seed festlegen. Ansonsten kriegen wir ein neues Bild. Aber zufälligerweise finde ich, das sieht ziemlich cool aus. und dann arbeiten wir einfach damit. Ne? Das ist auch sehr flauschig geworden, der Drache hinten. Hat so ein Pelz, der sehr bunt ist. Sieht sehr, sehr cool aus. Ja, noch ein paar Probleme könnte man natürlich auch noch bearbeiten hinterher mit InPaint zum Beispiel. Das wäre jetzt zum Beispiel 12. Ich werde jetzt hier mal die Seed festlegen. Und dann gucken wir mal, wenn wir auf 14 zum Beispiel drehen, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, ihr merkt schon, die Bearbeitung ist so entspannter auf jeden Fall. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr bei Image-to-Image das verwendet mit dem Refiner, könnt ihr das technisch gesehen auch mit den Steps auch nochmal ein bisschen justieren. Kommen auch nochmal andere Sachen raus. Aber ich finde, das ist nicht so gut wie hier. Aber ich glaube, hier ist die Verfahrensweise noch einen kleinen Tick anders. Da seht ihr, da sind noch ein paar Details auf jeden Fall hinzugekommen. Es hat also auf jeden Fall funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, die LoRa-Datei, ne, für Stable Fusion XL, ne, die dabei ist beim Originalmodell, da könnt ihr auch bei Hugging Face hier runterladen. Kann ich auch den Link noch in der Videobeschreibung lassen. Wie gesagt, die ist für Kontraste da. Vielleicht ist auch deswegen besonders farbenfroh. Die ist eigentlich vor allem für dunklere Bereiche gedacht, habe ich auch im letzten Video noch ein bisschen gezeigt. Und die ist mit drin und es gibt keine Fehlermeldung, obwohl es durch den Refiner geht, weil der Refiner, der verträgt die LoRa-Datei eigentlich nicht. Finde ich auch schon mal ganz cool, dass das funktioniert. Aber wir sehen, auch die 14 ist hier in dem Fall vom Drachen ein bisschen zu krass, ein bisschen zu viele Details. Also hier muss man so ein bisschen hin und her schrauben. Also 12 war es, glaube ich, eben. Muss man halt ein bisschen ausprobieren, was einem da gefällt. Aber auf jeden Fall finde ich das halt von der Arbeitsweise auch ganz gut. Ich weiß noch nicht, an was ich mich gewöhnen werde in Zukunft. Ob ich weiter das hier nutze mit der Erweiterung oder ob ich es über Image-to-Image mache. Oder man kann es ja noch zusätzlich noch über Image-to-Image machen. Alles gibt, glaube ich, verschiedene Wege, Sachen rauszubekommen. Müssen wir mal schauen, wie das sich in der Zukunft entwickelt. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, ob ihr das eine Erleichterung findet oder ob ihr das Gefühl habt, so ein bisschen wie ich, beim anderen ein bisschen mehr Kontrolle noch zu haben. Wir können natürlich weiterhin das jetzt noch rüberschicken zu Image to Image und dann zum Beispiel noch hochskalieren etc. Wir können theoretisch hier, glaube ich, auch den Refiner nutzen. Jetzt sitze ich wieder drauf. Super, ich bin Held. Könnte man halt auch nochmal zusätzlich nutzen und ein paar Tests machen. Aber das überlasse ich euch an dieser Stelle. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, dieses Video sollte einfach nur ein kürzeres Format nochmal sein, um euch den Refiner zu zeigen. Ich glaube, ich habe euch auch schon hier alles gezeigt, was man damit machen kann. Ne? Mehr hatte nicht, aber es ist halt auf jeden Fall eine super kleine Arbeitserleichterung.
Es hieß aber auch schon, dass man, wenn man zu wenig Speicher hat, dass man eventuell noch teilt VAE nutzen soll. Ich weiß nicht, ob das hier gemeint war, das ist wieder eine andere Erweiterung. Solltet ihr Probleme haben, was Speicher angeht, weil ich weiß ja nicht, ob die kompatibel schon ist mit Stable Diffusion XL, ob das auch wirklich funktioniert, technisch gesehen, könnte es sein. Dann werde ich vielleicht in Zukunft noch ein paar Videos machen, aber für diese Erweiterung war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat die Kürze mal gefallen. Und wie gesagt, vergesst nicht das andere Video, was auch zeitgleich rausgekommen ist, ist natürlich auch unter der Videobeschreibung noch mit verlinkt. Ich bedanke mich auch dieses Mal wieder fürs Zuschauen und sage dann mal ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.